Herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie per FTP auf einen USB-Speicher die Aufnahmen einer Insta Full HD Kamera abspeichern können. Sollten Sie eine Insta HD oder VGA Kamera haben, ist die Vorgehensweise an sich die gleiche. Voraussetzung ist, dass Sie an Ihren Linksys Router an den USB-Anschluss einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte dran angeschlossen haben. Und wie Sie jetzt hier in unserem Fall sehen, haben wir schon einmal die Web-Oberfläche von unserem Router geöffnet. In unserem Fall zeige ich Ihnen das jetzt hier anhand eines Linksys WRT 1200AC Routers. Sollten Sie einen anderen Linksys Router haben, wird die Vorgehensweise aber relativ identisch sein. Sie sehen jetzt hier im unteren Bereich bei externer Speicher, dass wir entsprechend einen Speicher angeschlossen haben, das ist ein USB-Stick jetzt in diesem Fall mit ca. 16 GB Speicherplatz und der FTP-Server ist standardmäßig ausgeschaltet bei diesem Router. Um das jetzt entsprechend einzurichten, gehen wir hier als erstes auf der linken Seite einmal auf den Menüpunkt externer Speicher. Hier haben wir jetzt eine Übersicht von unserem USB-Speicher. Wir haben jetzt hier einen USB-Stick, der nennt sich USB-Insta in unserem Fall und hat eine Größe von 16 GB, wie gesagt. Und im nächsten Schritt hier haben wir jetzt noch einen Punkt, der nennt sich Ordnerzugriff. Und in diesem Punkt müssen wir jetzt quasi sagen, welcher Benutzer hat auf welchen Ordner Zugriff auf unserem USB-Speicher. Dieser Punkt ist sehr wichtig, damit nachher die Kamera dann auch die Rechte hat, in diesem Ordner entsprechend Aufnahmen abzuspeichern. Und wir können jetzt entweder hier den Benutzer Admin nehmen, der hat dann standardmäßig das Passwort von unserem Router, oder wir können hier einfach einen neuen Benutzer hinzufügen. Wir können jetzt zum Beispiel den Benutzer FTP User hinzufügen mit dem Passwort Test. In Ihrem Fall empfehle ich Ihnen da natürlich auf jeden Fall ein sichereres Passwort zu verwenden als dieses Passwort Test, das jetzt einfach nur mal als Beispiel. Wir können jetzt hier die Rechte einstellen, die dieser Benutzer haben soll. In unserem Fall brauchen wir natürlich Schreibrechte, das heißt, wir wollen Lese- und Schreibzugriff haben. Man könnte hier aber auch noch das so einstellen, dass man quasi nur Leserechte hat und nicht auf diesen USB-Stick draufschreiben kann. Des Weiteren müssen wir jetzt hier eine Freigabe auswählen. Das ist bei diesem Router relativ wichtig, dass man das dort hinterlegt. Das ist jetzt quasi ein Ordner, auf den wir auf diesem USB-Stick dann Zugriff haben und in den wir quasi aufnehmen können. Wir tun jetzt hier eine neue Freigabe erstellen und vergeben jetzt entsprechend auf unserem USB-Speicher einen Namen, also einen Ordnernamen, in den wir dann aufnehmen. Wir können das jetzt so zum Beispiel machen, dass wir hier sagen, wir wollen einen Ordner Aufnahmen. Gerade wenn wir mehrere Kameras haben, können wir so dann sehr schön die Aufnahmen der einzelnen Kameras entsprechend in diesem Ordner Aufnahmen abspeichern. Wir tun das jetzt hier noch auswählen, dass wir das gesamte Speichermedium verwenden möchten und müssen das jetzt gerade nochmal neu. Wählen Sie das erste aus und tun Sie dann den Ordner hier entsprechend hinterlegen. Wir gehen jetzt auf OK. Das heißt, wir haben jetzt einen Freigabenamen Aufnahmen und diesen wählen wir jetzt hier entsprechend aus und gehen auf OK. Dieser Ordner ist jetzt, also es gibt jetzt auf unserem USB-Stick einen Ordner Aufnahmen und da tun wir dann nachher gleich die Aufnahmen drin abspeichern. Als letztes müssen wir jetzt hier noch diesen Benutzer hinzufügen, den wir gerade eingestellt haben oder eingerichtet haben. Und wir sehen jetzt hier, dieser Benutzer ist jetzt hier mit dabei und wir müssen das Ganze jetzt noch anwenden, damit es auf unserem Router entsprechend gespeichert wird. Nächsten Schritt müssen wir jetzt noch den FTP-Server aktivieren. Dieser ist standardmäßig deaktiviert. Dazu gehen Sie hier auf diesen Reiter FTP-Server und hier machen wir dann, haken wir das quasi, also wählen wir aus, dass dieser aktiv ist. Der FTP-Port ist standardmäßig 21. Das würde ich Ihnen empfehlen, auch so zu belassen, denn standardmäßig
funktioniert FTP immer über diesen Port 21. Man kann es natürlich ändern, würde ich in diesem Fall aber einfach nicht zu raten. Wir tun das jetzt anwenden und können das Ganze jetzt mit OK bestätigen oder wir lassen es einfach erst nochmal offen. Und jetzt wechseln wir hier oben in den Reiter, wo wir unsere Insta Full HD Kamera bereits geöffnet haben. Und in der Full HD Kamera gehen wir hier auf den Menüpunkt Einstellungen, dann unter Features und dann in diesem Punkt FTP. Sollten Sie eine Insta HD oder VGA Kamera haben, dann finden Sie diesen Punkt FTP unter dem Menüpunkt Alarm. Wir gehen jetzt hier in die FTP Einstellungen. Und hier müssen wir als erstes den FTP-Server hinterlegen. Das ist jetzt die IP-Adresse unseres Routers. In unserem Fall ist das die IP-Adresse 192.168.1.1. Wenn Sie Ihren Router geöffnet haben, sehen Sie auch hier oben im Webbrowser diese IP-Adresse von Ihrem Router. Also die müssen wir hier eintragen, denn auf diesen sollen die Aufnahmen dann ja quasi übertragen werden. Der FTP-Port ist wie gesagt 21, das haben wir im Router ja auch so belassen. Die Verschlüsselung, hier müssen wir keine auswählen, denn dieser Router unterstützt keinen FTPS. Sollten Sie die Aufnahmen auf einen anderen Router übertragen, der FTPS, also einen verschlüsselten Zugang unterstützt, dann haben Sie hier die Möglichkeit SSL oder TLS auszuwählen. Bei Insta-HD oder VGA-Kameras wäre dies jedoch nicht möglich. Der Modus, den belassen wir auf Port und hier beim Speicherpfad ist es jetzt ganz wichtig, dass wir jetzt den Ordner als erstes auswählen, also wir machen einen Slash. Jetzt müssen wir den Namen der Freigabe hinterlegen, also des Ordners, der schon auf dem USB-Stick jetzt existiert. In unserem Fall hatten wir das ja Aufnahmen genannt im Router und machen jetzt hier einen weiteren Slash. Sollten wir mehrere Kameras haben, würde es jetzt hier natürlich zum Beispiel Sinn machen, die einzelnen Kameras nochmal zu benennen. Wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, wir haben die Kamera Eingang, machen dahinter jetzt noch ein Slash. Und wenn Sie jetzt eine andere Kamera haben, zum Beispiel Wohnzimmer, würden Sie einfach dieses hier ersetzen bei der jeweiligen Kamera durch Wohnzimmer, Einfahrt und so weiter. Und dann haben wir für jede Kamera nachher in diesem Ordner Aufnahmen nochmal einen Unterordner und so haben die Aufnahmen so viel einfacher verfügbar bzw. sortierter. Dann kommen wir auch jetzt hier zum nächsten Punkt, die Ordnerstruktur. Hier können wir auswählen, ob die Kamera jeden Tag einen Ordner anlegen soll. Also für jeden Tag wird ein Ordner angelegt mit den Aufnahmen des jeweiligen Tages. Sie haben hier auch die Möglichkeit, alternativ alles in einen Ordner zu speichern. Das heißt, alle Aufnahmen würden immer in den Ordner Eingang gespeichert werden. Das wird nach einer Zeit natürlich relativ unübersichtlich. Dementsprechend würde ich Ihnen hier empfehlen, das Ganze tageweise abzuspeichern. Und jetzt müssen wir noch unseren FTP-Benutzer und Passwort eintragen. Da hatten wir ja beim FTP-Benutzer gesagt, wir nennen das FTP-User und unser Passwort war Test. Da müssen Sie natürlich jetzt das eintragen, was Sie dann auch entsprechend in Ihrem Router hinterlegt haben. Wir tun das Ganze jetzt hier einmal übernehmen und können das jetzt hier auch noch testen. Und wir sehen jetzt schon, der Test wird uns als erfolgreich angezeigt. Und wenn Sie einmal auf Ihren USB-Stick zugreifen wollen, können wir das jetzt einfach im Schnellverfahren mal hier über den Webbrowser machen. Wir können jetzt hier eingeben FTP und dann Doppelpunkt slash slash 192.168.1.1, so wie wir es hier jetzt gerade gemacht haben, beziehungsweise hatten wir schon hinterlegt. Und jetzt müssen wir uns hier anmelden bei unserem FTP-Server, also bei unserem Router. Da benutzen wir jetzt diesen FTP-Benutzernamen, das heißt FTP-User in unserem Falle und Passwort war Test. Wir sehen jetzt schon, jetzt sind wir auf unserem USB-Stick drauf. Wir haben jetzt hier einen Ordner Aufnahmen. Das ist quasi unsere Freigabe, die wir im Router selbst hinterlegt haben. Hier haben wir jetzt einen Unterordner Eingang. Das ist dieser Ordner. Und hier haben wir jetzt diesen Ordner mit dem entsprechenden Datum des heutigen Tages. Das ist jetzt hier der 23.07.2017.
Hier haben wir jetzt einen Unterordner drin, Images. Sollten Sie nachher Videosaufnahmen aktivieren, dann wird hier ein Ordner Record drin sein für die Videos. Wir gehen einmal jetzt auf Images und hier haben wir jetzt unser Testbild. Wir können hier einmal draufklicken und haben jetzt hier unser Bild, was wir gerade von der Kamera als Test übertragen haben. Sie sehen, dass ein Test ist hier vorne an den Buchstaben. Sollte da ein T stehen, ist es quasi ein Testbild. Bei einem Alarm würde da ein A stehen als Alarmbild. Für eine geplante Bildaufnahme oder Videoübertragung haben wir dann ein P hier vorne. Und sollten Sie manuell übertragen, wäre das ein N. Soweit haben wir jetzt quasi den FTP-Upload schon eingerichtet. Und alles, was Sie jetzt hier in Ihrer Kamera noch machen müssten, wäre entsprechend die Alarmierung zu aktivieren und dann hier unter Alarm und Aktionen festzulegen, was die Kamera im Alarmfall machen soll. Hier würden wir dann zum Beispiel sagen, sende ein Video an FTP. Da würden wir dann ein Ja reinmachen. Oder wenn Sie möchten, dass Bilder übertragen werden bei einem Alarm, können Sie auch hier den Bild-Upload aktivieren. Alternativ können Sie natürlich auch beides aktivieren, wobei Sie dadurch nur Ihren FTP-Speicher schneller voll haben. Dementsprechend würde ich Ihnen empfehlen, die Videoaufnahmen zu übertragen, denn beim Video haben Sie auch 3 Sekunden vor dem Alarm und dementsprechend sind Videos besser als die Bilder. Das heißt, wir würden jetzt hier sagen, übernehmen und in einem Fall von einem Alarm würde dann entsprechend jetzt ein Video übertragen werden. Ich kann es einfach ganz kurz einmal vorführen. Wir tun hier einmal unseren Wärmesensor aktivieren, damit wir einen Alarm auslösen können. Jetzt tun wir den Alarm hier einmal auslösen. Und wenn wir jetzt hier oben nochmal auf unseren FTP-Server wechseln, wir können jetzt hier das Ganze einfach einmal aktualisieren, beziehungsweise gehen hier nochmal einen Schritt zurück. Wir sind ja jetzt im Ordner Images. Wir müssen jetzt hier in den Ordner Record, weil hier wird das Video hin übertragen. Und wenn wir hier reingehen, sehen wir jetzt auch schon hier vorne das A. Das heißt, wir haben eine Alarmaufnahme und das ist jetzt das Video, was hier in diesem Ordner abgelegt wurde. Das können wir uns jetzt entweder herunterladen, zum Beispiel hier mit einer rechten Maustaste und sagen, wir wollen das speichern. Oder wir können es auch in manchen Webbrowsern öffnen. Es kommt aber stark darauf an, was eingestellt ist als Standard-Videoplayer beziehungsweise was für einen Webbrowser man verwendet. Das war es soweit zum FTP-Upload mit einem Linksys-Router. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und ich konnte Ihnen zeigen, wie man das Ganze entsprechend bei Ihrem Linksys-Router einrichtet. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie sich gerne natürlich an den Insta-Support wenden, beziehungsweise schauen Sie auch in unseren Insta-TV-YouTube-Channel. Dort finden Sie sehr viel weitere Videos. Einfach auf YouTube gehen, nach Insta-TV suchen und uns dort am besten abonnieren, damit Sie automatisch informiert werden, sobald neue Videos verfügbar sind. Und ansonsten können Sie auch gerne mal auf wiki.insta.de schauen. Dort finden Sie auch sehr viele Anleitungen und Hilfestellungen rund um Ihre Insta-IP-Kamera. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem Linksys-Router bzw. Ihrer Insta-IP-Kamera.